Der Titel seines vor 2 Jahren erschienenen Buches wurde weder von Fachleuten noch von Freunden Dieter Questers ernst genommen. Wann wird er, glauben Sie, aufhören? Ich glaube, er wird nicht so leicht vom Rennsport loskommen. Ich denke, er wird fahren, solange es geht. Bis zum Pensionsalter, und das liegt bei 60. Er tritt ja schon seit 5 Jahren jedes Jahr ab. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mit seinem Sohn nochmal Le Mans fahren möchte zusammen. Ich weiß es ja nicht, was er vorhat. Ne? Er hat nicht mehr so sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, wer er das sieht, aber er hat höchstens noch 15 Jahre. Also ich persönlich hoffe, dass er bald einmal aufhört, weil ich glaube, dass wirklich jeder Mensch schon mal zur Vernunft kommen muss, um mit diesem pubertären Sport aufzuhören. Aber ich fürchte, dass das beim Dieter dank seines Ehrgeizes nicht so bald der Fall sein wird, und er wird vielleicht noch mit seinem eigenen Sohn um die Wette fahren. Aber wenn es in Linz würde eine Formel 1 geben, dann hätte man mit Dieter Questa sicher einen Fixstarter. Es wird ein Witz gerissen, und zwar im Jahre 3000 wird eine Mumie geöffnet, und wie man die Bandagen wegnimmt, auf einmal erhebt sich diese Mumie und fragt, war der Questa noch immer? Der Questa fährt immer noch. Mehr denn je, schneller denn je. Begonnen hat er als 16-Jähriger mit Motorradwertungsfahrten. Mit 19 war er zum ersten Mal Motorboot-Europameister. Ein VW-Käfer aus dem Fuhrpark des väterlichen Unternehmens war sein erstes Rennauto. Den ersten BMW-Werkswagen kaufte er 1966 um 5000 D-Mark. Wie jeder aufstrebende Autorennfahrer damals kämpft auch er in der Formel V zusammen mit dem Wiener Konstrukteur Kurt Bergmann. Der BMW Monte war sein schönstes Auto, das er je gefahren ist. Und in der Formel 2 besiegte er reihenweise Formel 1-Stars wie Regazzoni, Pettersen, Sevilla oder Fittipaldi. Auch einen Helmut Marko und Niki Lauda. Als er 1974 John Surtees ein Schlitzohr nennt, ist der Traum von der Formel 1 ausgeträumt. Möglicherweise ist Questa für die Formel 1 auch zu vielseitig. Motorboot-Weltrekorde, Rallyes und Überseerennen, wie zum Beispiel der Grand Prix von Macau, füllen seinen Terminkalender auf. Questa entwickelt sich immer mehr zum Langstreckenspezialisten. Das BMW-Werksteam wird sein zweites Zuhause. Er wird 4-mal Tourenwagen-Europameister und gewinnt 3-mal das 24-Stunden-Rennen von Spa. Die Formel 1 ist längst vergessen. Sein Traumziel heißt, einmal in Le Mans zu gewinnen. 1987 war sein vorläufig letzter Anlauf. Wie gesagt, vorläufig, denn seine Motivation ist ungebrochen. Was mich heute noch motiviert, ist noch immer die Chance zu besitzen, ganz vorne dabei zu sein, Rennen zu gewinnen, die Gegner zu schlagen, mit der Technik konfrontiert zu sein, die Technik zu beherrschen. All das lässt mich heute noch immer die gleiche Leidenschaft für den Rennsport empfinden, die ich vor 10 oder 20 Jahren für diesen Sport empfunden habe. Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, momentan die härteste nationale Rennserie weltweit, ist Questas derzeitige Herausforderung. Mittels eines Handicap-Systems, basierend auf Gewichtszulagen und Restriktionen an PS-starken Autos, wird ein derartig ausgewogenes Teilnehmerfeld geschaffen, dass nach einem Zeittraining die ersten 20 Autos nur innerhalb von 1,5 Sekunden liegen. Diese materielle Chancengleichheit fordert das Fahrkönnen der Piloten wie keine andere Meisterschaft. Dieter Questa behauptet sich gegen eine Meute von jüngeren Rennfahrern, die seine Söhne sein könnten, genauso erfolgreich wie gegen eine Handvoll Routiniers. Ja, der Dieter ist an und für sich ein Phänomen, weil ich kenne so selten einen Menschen, der derartig ehrgeizig und zielstrebig mit sich umgeht. Der Dieter macht also überhaupt keinen Kompromiss in keiner Richtung und hält sich also irrsinnig fit. Und ich glaube, das ist sicher einer der Gründe, warum man mit 50 noch mit den Jungen mitfahren kann. Ja, der Dieter ist für mich ein Motorsportler mit einer Vision. Der Dieter kann meiner Ansicht nach ohne Motorsport nicht leben. Und er beweist es immer wieder, dass das Alter im Motorsport keine Messgröße ist. Und sein jetziges Abschneiden bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft zeigt ja, dass er absolut vorne dabei fährt. Und ich kenne keinen anderen, der so viel für seine Gesundheit und für seine Ambitionen im Motorsport tut wie der Dieter. Dieter Questa betreibt täglich Sport und hält sich strikt an die Ernährungsvorschriften seines Freundes und Vorbildes Willi Dungl. Er engagiert sich aber nicht nur in Sachen Fitness und Gesundheit hundertprozentig,
Sein Einsatz in vieler Hinsicht hat mit Ambition oder Ehrgeiz nichts mehr zu tun. Dieser Einsatz grenzt mitunter an Fanatismus. Seine Verbissenheit hat ihn aber nicht immer ans Ziel gebracht, wie beispielsweise im einschlägig bekannten Jochen Rindt-Nachfolgespiel zwischen Questa, Marco und Lauda. Dieter hat es da etwas schwieriger gehabt, weil ich natürlich der Überzeugung bin, dass sein Ehrgeiz natürlich ihn so treibt, dass er manchmal, nicht locker genug ist, um eben diesen nächsten Schritt wieder zu schaffen, mehr aus sich herauszufordern. Wenn ich also immer verbissen versuche, mit aller Kraft was zu erreichen, ist es sehr oft, dass man übers Ziel hinausschießt. Ich glaube, dass zum totalen Erfolg, das heißt sprich in der Formel 1, auch irgendwo eine gewisse Gelassenheit, Freude an der Sache, ganz wichtig, Freude an der Sache ist, um eben dann diesen nächsten Schritt der Leistung zu bringen. Ich möchte so sagen, ich bin ein sehr ehrgeiziger, pedantischer Mensch und ich glaube, dass mir dieser Ehrgeiz letztlich doch mehr gebracht hat, als er mir Schaden zugefügt hat. Es ist ganz klar, dass man, wenn man, und so betrachte ich mich als Kämpfer mit offenem Visier, sich darstellt, dass man da nicht nur Freunde haben kann. Aber ich glaube, dass eine enorme Portion Ehrgeiz einfach zu diesem Sport dazugehört, genauso wie eine große Portion Egoismus. Und ich habe diesen Sport ja nie von der Privatseite oder Privatfahrerseite her betrachtet, sondern habe den Sport immer von der Ausübung her, von der Vorbereitung her absolut professionell betrieben. Ja, der Dieter Questa kennt also sämtliche Zusammenhänge, die den Motorsport ausmachen und die den Motorsport also überhaupt prägen. Er weiß das alles sehr gut auszunutzen und er spielt das auch immer gekonnt aus. Ja, das mag schon sein, aber ich glaube, gerade in seinem hochprofessionellen Sport ist eine gewisse Kaltschnäuzigkeit einfach vonnöten. Und sonst kommt man nicht so weit und man sieht, wie weit er es gebracht hat und wie schnell er jetzt noch ist. Und das ist sicher ein Wesenszug, der ihm weit bei seinem Weg geholfen hat, sehr viel dazu getan hat. Er ist möglicherweise auch unbequem. Als ich für den BMW Motorsport verantwortlich war, war er nicht immer im Werksteam, obwohl wir sehr gut befreundet sind und auch sie persönlich sehr gut kennen und auch gerne mögen. Er ist nicht einfach, aber ein Mensch, der eine solche Leistung verbringt, der kann gar nicht einfach sein. Er ist mein bester Freund, kann ich sagen. Er ist ein lieber Kerl, ein harter Kerl, ein netter Kerl, leider ein sehr guter Fischer auch. Aus dem Tourenwagenrennsport ist Dieter Questa nicht wegzudenken. Obwohl nicht immer beliebt, weil mitunter unbequem, ist er doch geachtet. Teamchefs und Konkurrenten schätzen seine Meinung. Der Erfolg gibt ihm meistens recht. Für Mechaniker war er lange Zeit ein rotes Tuch. Questa im Team bedeutet viel Arbeit. Sein Professionalismus ist nicht nur ansteckend. Vor allem junge Teampartner tun sich schwer mit ihm. Am Anfang, wie wir zusammenfuhren, hatten wir ein bisschen Probleme, dass er mich akzeptiert hat. Aber als es dann soweit war, als wir uns gegenseitig gut verständigt hatten, war er ein sehr angenehmer Teampartner, mit dem man gut kooperieren konnte. Oder mit dem man gut kooperieren kann. Es gibt die Meinung einiger Teamchefs, die sagen, der Dieter ruiniert junge Partner in einem Team. Sie waren sicherlich einer seiner jüngsten Partner. Was können Sie zu diesem Statement sagen? Ruiniert ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich würde sagen, der Dieter stellt sich auf eine harte Probe. Wer sich nicht durchsetzt, ist nicht gut genug. Es ist halt unheimlich schwierig für mich, hier Fahrschule zu spielen und mitzuarbeiten in einer Zeit, wo ich selbst noch aktiv bin und gewinnen will, junge Leute an die Spitze heranzuführen. Da gab es einmal so einen jungen Österreicher, den niemand kannte, das war der Gerhard Berger. Und der war damals zufällig in Monza und der hat dann gesagt, ja gut, wenn es einen Fahrer braucht, ich bin da. Und ich meine, damals war der Dieter Questa dann derjenige, der gesagt hat, ich spiele keinen Fahrlehrer für irgendwelche jungen Österreicher. Und ich meine, was aus dem Gerhard Berger geworden ist, weiß jeder. Heute lache ich drüber, da ist einmal was für mich ziemlich eine ernste Sache. Es wäre ein großes Rennen gewesen, was ich da vorne nicht können und das ist dann halt nicht gegangen, aber heute lacht man drüber. Und ist eigentlich vergessen. Das
auch nicht, weil es eine Reaktion in dir manchmal hat, aber grundsätzlich ist es schon in Ordnung. Und einige Jahre später war es dann eben so, dass der Gerd Berger gesagt hat, ja gut, jetzt fahre ich nicht mehr mit dem Quester. Ich habe es auch irgendwo verstanden, denn die Situation damals in Monza war sicherlich für ihn genauso unangenehm wie für mich diese Situation, was dieses Macau-Rennen betroffen hat. Dieter Quester ist aber nicht nur Profi hinter dem Volant, sondern auch im Umgang mit den Medien. Sehr oft zum Leidwesen seiner Teampartner. Na, als Fahrer ist er unumstritten, aber ich meine, es ist eine typische Aussprache. Quester nicht im Team haben ist schlecht, aber im Team haben ist manchmal noch schlechter. Und als Mensch, ich meine, ich würde dazu das sagen, wir sind einmal auf die Bahamas mit ihm gewesen. Und da sind wir natürlich das erste Mal Übersee gefahren, also waren wir natürlich sehr nervös und sehr vorbereitet. Und natürlich war das erste Training und zur gleichen Zeit war es fürs Fernsehen Show. Na, der Quester war nicht beim Training, sondern auch beim Fernsehen, für Show. Nun, der Dieter ist sehr ehrgeizig in allem, was er tut. Sowohl was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, als auch das Fahren. Mir fällt es mit ihm zu arbeiten sehr leicht, weil er weiß, was die Presse will, die ich zu betreuen habe. Und er richtet sich darauf ein. Er kommt manchmal sogar mit eigenen, sehr guten Ideen auf mich zu. Also ich arbeite sehr gern mit dem Dieter. Mag sein Ehrgeiz auch für viele unerträglich sein, möglicherweise, weil für diese auch sein Erfolg unerträglich ist, so ist eines unbestritten. Quester war und ist immer für einen Gag gut. Bei aller Professionalität, einmal am Tag muss gelacht werden. Wenn geht, auf Kosten der anderen natürlich. Ja, also einer der gelungensten war sicherlich die Geschichte mit dem Känguru in Australien. Ich bin mit Derek Bell und John Fitzpatrick nach Bathurst zur Strecke rausgefahren und wir wussten, dass um die Abendzeit die Strecke sehr stark frequentiert ist von Kängurus und trotz langsamer Fahrt haben wir ein Känguru erwischt. Ich war der Meinung, das Tier ist tot, habe das Sakko vom Derek Bell genommen, habe das dem Känguru angezogen, habe dann noch schön die Ärmel aufgekrempelt und wollte das Tier hinten an den Wagen anlehnen für den nachkommenden John Fitzpatrick quasi als Begrüßung. Und der John ist auch nachgekommen, nur wie der da war, ist das Känguru nicht mehr da gewesen. Denn es hat plötzlich einen Riesenschlag mit den Hinterpfoten getan, hat mir also fast das Schienbein abgehauen. Und ist so unglaublich, das klingt, also es gibt für diese Geschichte Zeugen, mit diesem Sakko im Busch verschwunden. Ich also bin niedergebrochen, bin dann auf der Straße gelegen, mir ist so das Wasser runtergekommen vor lauter Lachen, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo mir der Derek Bell sagt, du pass auf, in dem Sakko waren drinnen 800 Pfund, meine Lizenz, mein Führerschein und verschiedene andere Dokumente. Der Fitz ist in der Zwischenzeit gekommen, wir sind auf die Polizeiwache, haben also Meldung gemacht, falls ein Känguru mit schönem Kaschmir-Sakko auftauchen sollte, das wäre also das Sakko vom Herrn Derek Bell. Und der Fitz ist hinter uns gestanden, das konnten wir nicht sehen und hat so diesen Beamten immer auf uns beide hingedeutet und immer so gemacht. Das hat damit geendet, dass uns der Beamte aus der Wachstube rausgeschmissen hat und das war mehr oder weniger das Ende. Von der Känguru-Geschichte, Sakko ist nie wieder aufgetaucht. Nur im darauffolgenden Jahr war ich mit Bell wieder bei dem Rennen und ich habe dem Derek nur gesagt, du vergiss nicht eine passende Hose zum Sakko mitzunehmen, vielleicht treffen wir das Känguru wieder, dann hätte es einen Anzug. 50 Jahre, davon 30 Jahre Rennsport. 30 Jahre im Wechselbad von Erfolg, Enttäuschung, Entbehrung und Faszination. Nicht alle seine Ziele hat Dieter Quester erreicht. Manche aus eigener Schuld nicht erreicht. Und dennoch, hätte er die zweite Chance, er würde nichts anders machen. Alles gleich, nur noch professioneller. We'll be right back.
Silvester nach seinem Rücktritt vom aktiven Rennsport machen? Auch diese Frage kann ich definitiv nicht beantworten, denn eines glaube ich mit Sicherheit sagen zu können, ich bin bestimmt kein schlechter Kaufmann, ich wäre auch ein guter Manager, aber am besten kann ich Rennen fahren.